Hallo, ich bin's wieder, Bolle Buchsbaum. Entschuldigung, dass ich, wenn ich könnte, es könnte sein, dass ich vielleicht ab und zu mal huste. Ich bin ein wenig erkältet. Und ich habe auch gleich noch eine traurige Nachricht. Es wird mein letzter Teil sein von Wildlife Park 3. Denn, ganz ehrlich, ich habe gerade irgendwie keine Lust drauf. Ich habe auch kaum Zeit irgendwie. Es kommt halt, ich habe zurzeit echt viel zu tun, ich werde ständig krank und es ist zwar Sommer, es ist schön, es ist toll, aber ich habe mir zurzeit ein paar andere Spiele noch rangeholt und wollte jetzt mal fragen, was ich auch mal davon zeigen kann. Ich könnte auch alles zeigen, aber also die Entschuldigung. Die Spiele, auf die ich Bock hätte, wären zum einen, habe ich hier nicht irgendwo ein Bonbon? Ich habe gerade Bonbons hier gehabt, aber ich habe sie dummerweise alle weggepackt und ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingepackt habe. Ich liebe es. Was wollte ich sagen? Spiele, genau. Also, drei Spiele, auf die ich Bock hätte, ja. Zwei Spiele, die ich jetzt mal vor kurzem runtergeladen habe und ein Spiel, was ich schon habe, mir aber noch installieren muss und was ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Müsste aber super laufen auf dem Rechner hier. Rome Total War. Der erste Teil. Der zweite Teil ist noch nicht draußen. Aber grundsätzlich hätte ich darauf echt Bock. Und was denn hier los? Können wir das nicht auffüllen? Könntest du mal dich darüber bewegen, bequemen und das Ding da auffüllen? Oh Gott, ich glaube, ich muss gleich niesen. Was ist denn da los? Ich kein Geld? Ich hab doch Geld. Los, füll auf, du Sack, hätte ich fast gesagt. So, jetzt füllt er auf. Ach so, der andere wollte da auch rüberrennen und ist das hier ein bisschen durcheinander gegangen. Okay. Nochmal, Entschuldigung. Ja, als letztes wollten wir ja hier ein Seerobbengehege bauen. Dazu hatten wir zu wenig Geld. Das haben wir jetzt aber wieder, weil wir haben jetzt hier überall Luftballons. Und, ach so, zurück zu den Sachen, was ich... Ah, da ist ja meine Babygiraffe. Oh, ich hatte ja heute... heute war ich draußen im Park und da waren kleine Babyspatzen so... So ganz kleine Spatzen, so Sperlinge, falls euch das eher was sagt. Nein, Spatzen ist ja das geläufige Wort. Diesen Spatzen, weil ich immer wieder zu dieser einen Parkbank gehe, den habe ich schon was beigebracht. Und zwar sind die mittlerweile so dreist. Nein, ich habe ihnen ja, die sind nicht dreist. Ich habe ihnen das ja beigebracht, die sind ja schlau. Ich habe denen beigebracht, aus der Hand zu fressen. Egal wie hoch die Hand ist, die fliegen dann wie so ein Kolibri an meine Hand und holen sich das. Ja, leider habe ich dieses Viertel des Parkes wird jetzt leider von einer ziemlich dreisten und krassen Spatzengang besetzt und die Polizei wurde auch schon verständigt, ja, also es geht einfach zu weit. Die klauen den Leuten mittlerweile die Brötchen aus den Händen und Imbissverkäufer und so machen halt echt miese, weil die keine Brötchen mehr verkaufen können. Sind halt alle weg. Ja. Mensch, ich habe in diesem Zoo ja schon einiges gebaut. Ich warte gerade, dass ich ein bisschen mehr Geld bekomme und dachte, ich könnte ja so lange ein bisschen was erzählen. Die Löwen sind an Unterernährung erkrankt. Also irgendwie läuft hier was ganz gewaltig schief. Ich glaube, ich werde den einfach mal doch was spendieren. Weil ich das schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mehr weiß, wo das alles geht. Ich packe hier einfach noch so eine Schale rein. Hier hinten.
Den können die das auch noch auffüllen und dann gibt es da eine Fressbank und da eine Fressbank. Genau, macht es zusammen, damit es schön voll wird. Perfekt. Ja. Ja. Achso, und die anderen Spiele. Mann, ich komme hier total durcheinander. Ich muss auch irgendwie aufpassen, dass ich nicht zu viel laber. Weil sonst muss ich wieder husten und ich versuche es mir schon zu unterdrücken. Und ich finde auch immer noch keinen Bonbon hier. Ich könnte kurz aufstehen, aber ich habe echt keinen Bock. Ah, ich könnte noch was trinken. Ich habe mir vor kurzem einen Eistee gekauft von einer sehr berühmten Firma. Und dieser Eistee schmeckt einfach scheußlich. Das ist der grüne Zitrone-Litchi. Kann ich absolut nicht weiterempfehlen. Schmeckt wie eine Chemiekeule. Echt, das riecht auch so. Es ist echt richtig. Es schmeckt wie Holundersirup. Ich hasse so Holundersirup. Nee, nicht Holunder. Birne. Schmeckt. Nee, auch. Nee, Holunder. Ach, ist ja egal. Ist ja selber irgendwie. Es riecht. Es schmeckt einfach nicht gut. Obwohl. Doch, im Geschmack geht es. Im Nachgeschmack eklig, im Geruch noch viel ekliger und ich hab's mir gekauft, also werde ich es auch trinken. Ja, hilft nur geringfügig gegen meinen Hustenreiz, aber das geht schon. Ja, wie mir heute meine Trainerin gesagt hat, ich muss mehr aus dem Bauch brüllen und ich versuche jetzt einfach mal aus dem Bauch mehr zu reden und dann geht das auch mit dem Hals. Und zwar, Alter, ich Luft geholt, scheiße. Genau, die anderen zwei Spiele sind einmal Towns. Ich weiß nicht, ob ihr das euch was sagt. Towns ist ein Aufbausimulations-Sandkastenspiel. Man fängt mit 11 Bewohnern an, also 11 kleinen Menschen. Das Ganze ist aus der 2D-Perspektive. Es gibt hier keinen 3D. Man kann hier nicht so drehen wie hier. Es geht einfach nur darum, dass du diese 11 Leute, die hacken für dich Holz ab. Mit dem Holz kannst du Häuser bauen. Dann musst du Gerätschaften bauen. Das ist dann ein bisschen wie Craften, sowas wie bei Minecraft, nur doch anders. Du kannst alles abbauen, was in der Umgebung ist und kannst daraus wieder was anderes bauen. Und deine Aufgabe ist es, wie der Name Towns ja schon sagt, eine Stadt zu bauen. Ob die nun unterirdisch, oberirdisch oder so ist, ist völlig Wurst. Du musst allerdings bedenken, dass die Umgebung relativ feindlich ist. In den Wäldern zum Beispiel könnte sich hinter einem Baum ein Baumwart oder ein Baumwächter verstecken. Den siehst du nicht, aber wenn deine Leute anfangen, diesen Baum abzuernten oder abzuhacken, dann greift der Baum auf einmal an. Oder in den Höhlen, also unterirdisch, wenn man sich runtergräbt, in den Höhlen hausen Spinnen und Schleims und Goblins und so. Kannst natürlich auch in den Höhlen Eisen, Kohle und sowas finden. Das musst du, also du musst irgendwann runter. An der Oberfläche leben so Wassermenschen. Keine Ahnung, warum die gerade an der Oberfläche und im Dschungel, die leben im Dschungel. Also so Froschmenschen. Die greifen den Leute auch an. Du hast am Anfang 11 und was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe, ist über diese 11 hinauszukommen. Weil du musst versuchen, eine Wirtschaft aufzubauen. Du musst die ganze Zeit füttern. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimmste. Du musst sie füttern. Also in dem Sinne, dass du kannst selber nichts machen. Du kannst den Leuten immer nur Aufträge geben. Und die machen das dann. Also du musst es irgendwie schaffen, dass die eine Wirtschaft innerlich so aufbauen. Also sagen wir mal, die zwei gehen jetzt Weizen abernten. Dieses Weizen bringen die dann zu Mühlen und in den Mühlen wird das Weizen zu Mehl gemacht. So wie man es bei Entschuldigung, so wie man es bei Siedler kennt. Und aus dem Mehl wird dann Brot gemacht. Das wird dann erstmal geknetet und dann kommt es erst in die Öfen und dann kommt erst das Brot. Jetzt ist das Problem, die Leute können theoretisch alles. Das ist eigentlich nicht das Problem, das ist eigentlich cool. Aber dieselben Leute, die das Mehl, das Weizen und das Backen und das Kneten und das Brennen im Ofen machen, sind auch dieselben. Die können kämpfen,
Die können Bäume häckseln, die müssen Obst pflücken, die müssen Mauern bauen, die müssen Türen bauen, die müssen schlafen, die müssen essen, die müssen trinken, die müssen sich verteidigen. Die werden überall hingeschickt. Und jeder macht alles irgendwie gleichzeitig. Und dann kann es halt ganz schnell dazu kommen, dass du die Übersicht verlierst. Um dann mal eben, weil du dich gerade damit beschäftigt hast, Holz abzuhacken, weil du gerade ein Haus bauen möchtest, übersehen hast, dass kein Essen mehr da ist, weil nämlich alle am Holzhacken sind und keiner mehr am Brotbacken ist. Und schon hast du die Arschkarte, weil schon haben die nämlich nichts mehr zu essen und sterben plötzlich, weil sie verhungern. Das geht total schnell. Und die andere Sache ist, plötzlich siehst du auf so eine Nachricht, ja, Veronika ist gestorben. Was, Veronika? Das kann doch gar nicht sein, ist so eine Kriegerin, wieso ist denn die gestorben? Ja, die wurde im Kampf besiegt. Im Kampf gegen einen Froschmenschen. Hä? Wo denn? Wo ist denn hier ein Froschmensch? Ja, und dann guckst du auf der Karte und dann ist sie irgendwo langgelaufen, weil du irgendwann mal den Auftrag gegeben hast, dass du eine Baumplantage machen möchtest, weil die Leute nicht mehr so weit laufen sollen. Aber um eine Baumplantage zu bauen, braucht man natürlich Baumsamen. Und die sind überall auf der Welt verteilt. Und dann kann es halt mal sein, dass Veronika oder Thomas oder wer auch immer in der Weltgeschichte rumwandern, um diesen Baumsamen zu holen. Und es ist völlig scheißegal, ob da jetzt nun ein Froschmensch, ein Baumwächter oder sonst was rumsteht, rumläuft. Oder eine Riesenkraken-Monsterspinne oder Geister oder Heroes oder Dungeons und boah, und dann kannst du Heroes ranholen, dann musst du eine Stadt bauen, dann musst du Tavernen bauen und Wohnräume und jeder von deinen Townsbewohnern muss dann ein eigenes Wohnzimmer haben, also eine eigene Wohnung mit Betten und Schränken das ist so gewaltig, das Spiel, das ist aber Wahnsinn. Das ist super, es macht riesen viel Spaß und riesen viel Spaß macht's noch nicht. Also das ist schon cool, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie man Leute sich vermehren. Ich habe nur rausgefunden, wie man Leute sich dezimieren. Und das ist scheiße, weil wenn du nur noch einen hast, dann kann ich alles gleichzeitig machen. Das ist scheiße. Und ich wollte ja was bauen. Jetzt habe ich so viel gelabert, dass ich gar nicht mehr dazu gekommen bin, hier was zu bauen. Und ich will ja wenigstens hier was bauen, ne? Mann, schon wieder. So. Will da ja Seerobben reintun. Wenn wir nicht mehr Elefanten. Aber ich werde es auf jeden Fall abspeichern und dann können wir es irgendwann, kann ich es ja weiterspielen. Aber zurzeit, ich weiß nicht. Ich hab gerade runtergescrollt und der geht wieder hoch. Ich hab einfach keine Lust. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich würde mir mehr Artgenossen wünschen. Wie viel willst du denn haben, mein Freund? Er will auf jeden Fall 6 Stunden schwimmen. Und Herrengröße 4 bis 25. Alles klar, mein kleiner Flossenkumpel. Ich schulde dir. Wo war's denn? Da. Da noch ein. Da noch ein. Hab jetzt nicht wirklich geguckt, was die brauchen, aber passt schon, ne? So, die brauchen Fisch und Wasser. Geschlechtsseite, Temperaturzuneigung. Wo steht denn, was die für einen Boden brauchen? Pflanzendichte 20%, Schwimmen, Wasser. Wir brauchen auf jeden Fall Fisch. Das ist ja toll. Müssen wir hier halt einen Tiefflieger einstellen. Oh Mann. Tut mir echt leid, irgendwie mit meinem Husten. War vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Idee, ein Let's Play zu machen, wenn ich krank bin. Aber ich dachte, ich muss einfach mal wieder irgendwas bringen. Und ich habe einfach zu lange nicht ausgeruht. Ich habe mich jetzt mehr auf Prison Architect konzentriert, was ich ja leider auch noch nicht ganz hinbekomme.
weil es doch relativ schwer ist. 20%. Ich habe keine Ahnung, wo ich das sehe. Das gibt's doch nicht. Ich meine. Da, Bodenhärte 0 bis 80, das steht's doch. Warum habe ich das denn gerade eben nicht gesehen? Die haben es einfach nicht. Das ist denen einfach scheißegal, was für eine Bodenhärte. Die wollen einfach nur schwimmen. Okay, cool. Oh, guck mal, was machen die denn? Die können Kunststücke. Die machen das einfach so. Einfach. Boah, die können es halt, wa? Ja. Mutter ist schwanger. Oh, geil. Mutter! Oh, da kommt der hier, ne? Löwen und so. Naja. Gut, tja, was machen wir denn da für Bäume rein? Alter, diese Erkältung geht mir so auf den Sack. Ach komm, dann machen wir hier ein paar Schilfrohr. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit immer mal machen. Ich glaube, das Schilf braucht auf jeden Fall mehr besseren Boden. Wahrscheinlich Schlamm oder sowas. Wir versuchen es einfach mal. Auf gut Glück. Ich glaube, die brauchen auf jeden Fall Schlamm. Den Serum ist es ja für die Wurst auf welchen Boden. Und jetzt wird die natürlich kalt. Ist ja klar. Das Wasser ist mir nicht tief genug. Ach, die müssen auch noch in den Sack. Ah, okay. Die müssen im Wasser sein. Okay. Aber Schilf. Stellen wir das hier so ein bisschen ins Wasser. Ja, es ist nicht wirklich schön, aber egal. Ja, wie ihr schon merkt. Ich kann mich einfach nicht so richtig aufs Spiel konzentrieren. Die Krankheit, die verschiedenen Spiele und das andere Spiel, was ich mir gerade runtergeladen habe, ist ähnlich wie Towns. Das heißt Gnomoria. Im Gnomoria geht es darum, du hast 6-9 Gnome. Und diese Gnome buddeln sich unterirdisch eine Stadt. Sehr an Dungeon Keeper angelehnt, was ich damals ziemlich geil fand. Und da geht es auch darum, dass du so eine Art kleines Wirtschaftssystem aufbauen musst mit Lagerhallen, mit du musst Kühe an hier züchten, du musst riesige Städte bauen, du kannst Fallen bauen, später wirst du angegriffen und so. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich geil. Vielleicht passt sogar noch geiler als Towns. Ich bin mir da nicht so sicher. ich finde beide Spiele ziemlich gut. Weil das Prinzip gefällt mir. Ich muss es nur noch verstehen. Weil in meiner Kindheit früher habe ich sowas sehr gerne auf als Brettspiel gespielt. Ich habe immer so sowas selber gebaut. Und diese Figuren, die ich damals hatte, die haben sich immer weiter vermehrt und über meinen Fußboden. Meine Mutter ist fast ausgerastet. Die haben dann irgendwann die ganze Wohnung überflutet. Überall hatten diese kleinen Figuren gefunden aus Knete und so. Und die haben sich halt immer weiter vermehrt, haben dann Roboter gehabt und sind voll ausgerastet irgendwie. Es gab dann von diesen kleinen Viechern gab es dann irgendwann ein ganzes Wirtschaftssystem und verschiedene Essenssachen und Türen, die sich automatisch öffnen. Computer, Roboter, verschiedene Rassen, verschiedene Tiere, die man schlachten konnte, Wildschweine, auf denen man entweder reiten konnte, aus denen man dann Fleisch machen konnte, oder die Haut von den Wildschweinen konntest du zu Leder verarbeiten, und dieses Leder konntest du dann benutzen, um Bücher zu machen. Das habe ich mir alles ausgedacht, als ich, ja, so 12, 16 Jahre alt war. Und jetzt kommen diese ganzen Spiele zu diesen Gedanken. Das finde ich so klasse. Ich wollte selber sowas programmieren. Ich kann sowas leider nur nicht. Jetzt kommt dieses alles von alleine mit diesen Towns, wo du 10.000 Sachen aus irgendeiner Sache machen kannst, wie bei Minecraft oder so. Und dieses Crafting-System wird jetzt so oft von so vielen Spielen übernommen. Dieses Survival-Ding und so, und dieses
sich aus kleinen Sachen immer weiterentwickeln und so. Ich finde das super. Und nicht nur, wie man vielleicht von Age of Empires gewöhnt ist, dass du auf irgendeine bestimmte Zivilisationsstufe hinarbeitest. Nein, du hast einfach eigentlich keine Ahnung. Du machst das, weil du es machen musst. Und dadurch entwickelst du dich. Also, deine Leute brauchen, so wie bei Anno, brauchen dies und jenes. Dann gibst du das denen und daraus entwickelt sich neue Sachen, das du unbedingt brauchst. Und bei Towns ist es halt so, du musst jetzt überlegen, okay, du bist irgendwo im Wald, hier ist nichts, hier sind nur Bäume, da ist ein bisschen da ist ein bisschen jenes, da ist ein bisschen sowieso. Und du machst das einfach und baust es ab und überlegst, was könnte ich jetzt daraus bauen? Und dann hast du so 10.000 Möglichkeiten, die sich dir eröffnen und du wirst einfach nur alles ausprobieren. Und daraus entwickelt sich jenes und dann baust du Verteidigungsfestungen, die dann, die du hoch und tief bauen kannst und mehrere Stockwerke an Häusern für deine Bewohner, die sich einfach bewegen und machen und tun und du nicht wirklich eingreifen kannst. Du kannst ihnen halt eben nur diese Aufträge geben. Du sagst, das dann muss gemacht werden und dann geht da vielleicht einer hin. Vielleicht. Aber wenn du sagst, ja, also ich brauche da eine Mauer, ich will diesen Raum bauen, in dem Raum brauche ich 3 Stühle, ein Bett, dann brauchen wir dringend noch das Weizen, das muss abgebaut werden, aus dem Weizen muss Mehl gemacht werden, aus dem Mehl muss Brotteig gemacht werden, aus dem Brotteig muss Brot gemacht werden. Dann brauchen wir noch einen zweiten Ofen für die Backstube. Dann wäre es ziemlich cool, wenn wir noch eine Werkbank hätten, damit wir mehr Rüstung bauen können aus Holz. Rüstung aus Holz, ja, habt richtig gehört. Wir brauchen mehr Krieger, mehr Soldaten, deswegen brauchen wir noch ein paar Schwerter aus Holz. Am Anfang ist halt Holz, alles aus Holz. Auch total blöd. Aber naja, egal. Sieht und jenes und sowieso und hast du nicht gesehen. Also 20 Aufträge auf einmal und du hast nur 11 Leute. Ja, dann geht einer dahin, der andere geht dahin, der andere geht dahin. Normalerweise gehen die wie so eine Armee von A nach B. Das hat sich jetzt gereimt. Wir gehen dann zuerst zum Holz, hacken das ganze Holz ab, alle zusammen, geht viel schneller, zack, 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 zack. Dann gehen zum Weizen, zack, 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 zack. Dann gehen dahin, zack, 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 zack. Aber so kann es halt sein, dass sie sich aufteilen. Und dann ist jeder überall und du hast überhaupt keinen Überblick mehr, du weißt nicht mehr, wo was ist. Und schon stirbt einer. Letztes Mal sind mir 3 Leute gestorben und das ist so dumm gewesen, das ist einfach so blöd. Ich habe mich gewundert, der Typ ist Hans Gerhard oder weiß nicht, wie der Typ hieß. Ist verhungert. Und ich so, wieso ist der verhungert? Ich hab doch mindestens 20 Äpfel, 10 Brote. Das kann doch gar nicht sein. Wieso ist der verhungert? Ja, das liegt daran, weil ich eine Mauer gebaut habe. Und die Mauer war so hoch. Und der Typ halt, der ist halt hochgeklettert, hat die fertig gebaut und ist nicht mehr runtergekommen. Und ich habe ihn nicht gesehen, weil er auf einer anderen Ebene war und ich nicht hochgescrollt hatte. Deswegen ist er verhungert, weil ich ihn nicht gesehen habe, weil er auf der Mauer stand, weil er nicht mehr runterkam. Alter. Ich habe mich so geärgert, sowas Blödes, echt. Aber ja, was sollst du der Computerintelligenz auch da sagen? Bau nicht so hoch, ist ja Quatsch, ich habe ja den Auftrag gegeben. Also, ziemlich blöd irgendwie. Blöd gelaufen, sage ich mal, ne? Irgendwie werden meine Tiere hier alle krank und sterben und ja. Also, entweder Rome Total War. Aus der Total War Reihe ein ziemlich geiles Spiel. Du musst Städte aufbauen, geht ein bisschen um Wirtschaft und sehr viel Krieg. Also eigentlich geht es hauptsächlich um Krieg. Es ist sehr taktisch basierend, ziemlich cool. Dann, Gnomoria ist auch ziemlich cool. Man muss dazu sagen, Gnomoria und Town sind immer noch Spiele, genauso wie Persian Architect, nicht fertiggestellt. Also sind relativ günstig noch bei Steam zu kriegen. Ein 10er oder so, also unter dem 10er sogar gerade. Gnomoria kostet 3,50 €. Habe ich mir jetzt kurzerhand runtergeladen. Und bevor ich das anfange zu spielen, werde ich auf jeden Fall mich erstmal damit auseinandersetzen, weil es gibt ja Spiele, die kannst du blind spielen. So wie Resident Evil oder so. Kannst du locker blind spielen. Das ist cool, das macht Spaß, das ist super. Es ist lustig, wenn man sich erschreckt als Player. Aber wenn man bei so einem Wirtschaftsspiel überhaupt keinen Plan hat und du da nur so rumgeißelst und überhaupt nicht weißt, was du machen sollst. Gut. Also entweder Gnomoria
Unter der Erde irgendwas bauen. Riesige Räume, unterirdisch 3D-mäßig, also naja, 3D relativ ist mehr 2D, genauso wie Towns. Könnt ihr mal andere Let's Plays angucken. Von Gnomoria und so. Mal zu schauen, was das für ein Spiel ist. Und dann einfach vielleicht bei mir hier unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, also Towns ist bestimmt cool. Würde ich mir gerne mal anhören, angucken bei dir. Mal gucken, wie du dich anstellst. Wäre cool, klasse. Ja, mach mal Towns. So einige Systeme, also Towns habe ich schon so ein bisschen drauf. Ist ein sehr langwieriges Spiel. Gnomoria kenne ich absolut noch gar nicht. Also, ich habe mir ein Let's Play von einem angeguckt, Konstantin Winkler oder so, heißt der? Irgendwie so? Naja, irgendwie so. Und, ja, der erklärt das ganz cool. Und, Towns und Gnomoria ist auf Englisch. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mir Lego-Dingsbums runterlade. Aber ich traue mich einfach nicht ran. Ich weiß nicht, also. Ja. Wie nennen wir den eigentlich hier? Ach, ey, ganz ehrlich, Leute, sorry. Aber ich habe jetzt so viel gequatscht hier. Aber ja, ihr merkt es vielleicht selber. Ich habe. Boah, wir haben 2022 Daumen. Ich habe echt keinen Bock mehr. Also. Das Spiel ist super, ja, klassisch Spiel. Fazit, was ich jetzt zu dem Spiel sagen kann, was mir nicht gefallen hat, ist, was macht mein Mülleimer da? Ach so, die will einen Mülleimer haben. Wo finde ich jetzt einen Apfeleimer? Da! Blinde Kuh, Alter! Ja, was mir in dem Spiel nicht gefallen hat. An dem Spiel gefällt mir nicht das Tiersystem. Das ist so eigentlich das Ausschlaggebende, ne? Aber ich find's doof, dass du kannst hier verschiedene Tiere reinmachen, die alle verschiedene Färbung haben. Und kurz nachdem du da 10 Kühe oder Babys bekommen hast und eins vielleicht weiß ist, findest du hier drin weiße Elefanten, weiße Dings, schwarze Panthers und so. Also du findest diese ganzen Superformen alle schon, kannst sie ja nicht kaufen und musst sie nicht extra züchten. Finde ich doof. Damit ist dieser Effekt, wow, ich habe was Besonderes in meinem Zoo, irgendwie weg. Finde ich blöd. Das war beim alten besser. Da hast du es echt gezüchtet und hast dich supermäßig gefreut. Boah. Ich habe einen weißen Tiger, der ist geil, ich züchte den jetzt weiter und so. Und das ist, ja, guck mal hier, ich kann die jetzt alle kaufen, dann habe ich 4 von diesen Tigern. Total blöd, Löwen meine ich, Tiger, keine Ahnung. Finde ich blöd. Das Gute ist, es wird mehr auf den Kunden eingegangen, auf den Besucher. Du hast ja einfach hier viel mehr Möglichkeiten. Und du siehst auch, dass die Leute sich mehr auf die Umgebung einstellen. Jetzt ist es kalt, jetzt haben sie Winterjacken an, dann ist es warm, dann sind sie nur in kurzen Hosen da. Die haben hier Luftballons, der hatte sich jetzt gerade einen Luftballons da oben gekauft. Und der hier auch und vielleicht eine Mütze oder sowas, ja. Das ist ziemlich cool. Viele Tiere gibt es nicht mehr, wie es aussieht. Ich weiß es aber auch nicht. Ich habe auch noch nicht 5 Sterne. Ja. Im Großen und Ganzen bereue ich es auf jeden Fall nicht, dieses Spiel mir gekauft zu haben. Ich finde es super. Man kann hier sehr viel mehr mit dem Gehege machen. Man kann das alles sehr viel schöner machen. Du kannst sehr darauf eingehen, dein Park richtig hübsch zu gestalten. Das war beim ersten Teil nicht so. Der erste Teil ist auf eine gigantische Vielfalt an Tieren gegangen, was auch ziemlich cool ist eigentlich. Da gibt es ja noch die Dinosaurier und so, ne, wie ich schon mal erwähnt habe. Ich habe auch von Wildlife Park 2, habe ich auch alle Teile.
Kann ich gerne auch mal spielen, aber ja. Naja. Also, vielleicht ist jetzt auch gerade die Lust bei mir vorbei. Also normalerweise ist es ziemlich geil. Also man kann da echt Zeit ohne Ende ausgeben. Jetzt habe ich eigentlich die ganze Zeit gequatscht und habe eigentlich nichts geschafft. Ich habe echt nichts geschafft. Ich habe ein Gehege mit Tieren bevölkert. 4 Seerobben. Das Gehege sieht, ganz ehrlich, das sieht doch scheiße aus, oder? Das ist absolut hässlich. Ich meine, und die Seerobben sind schon klug auf die Welt gekommen. Die können schon alles. Wir könnten höchstens mal den Boden hier ein bisschen ansehnlicher machen. So ein bisschen steinig. So küstemäßig, ne? Obwohl Sand wäre vielleicht noch besser. Naja, egal. Da ist gerade ein Kunde verschwunden. Der ist im Mülleimer und dann ist er weg. Willst du sie sehen? Ist sie langgelaufen? Mülleimer? Weg. Weg teleportiert. Ja. Letztes Mal haben wir hier einen kleinen Park gemacht. Den könnte man immer noch ausbauen, aber Pflanzen sind doch relativ teuer. Jetzt habe ich 25.000 wieder. Das Gate fließt. Und jetzt kann ich echt... Oh nein. Jetzt kann ich hier echt alles bauen, was ich will. Ich will meine Milch. Die ganzen Herzen wieder weg. Jetzt finden sie sich wieder gut, die Kinder verkauft haben. Ja. Wir haben ja auch so 10.000 Bisonkühe, ey. Unfassbar. Das sind einfach zu viele. Ich weiß auch nicht, welches wie alt ist und so. Ja. Ja, jetzt habe ich 32 Minuten. 20 Minuten, 25, 30, keine Ahnung. Ziemlich lange nur Blödsinn gelabert und eigentlich nur Werbung gemacht für andere Spiele, die ich gerne machen möchte. Ja, wie gesagt, das ist jetzt erstmal von Wildlife Park der 18. und erstmal vorerst letzte Teil. Ja, ich werde Persian Architect auf jeden Fall noch ein bisschen spielen. Und da habe ich eigentlich auch noch auf dem Radar, ich habe mir mal The Witcher 2 geholt. Habe ich absolut noch nicht gespielt. Einmal angespielt, um mal zu gucken. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es weiterzuspielen. Könnte ich auch spielen, aber da habe ich noch nicht getestet, wie es ist mit dem Let's Play und mit der Grafik und so, ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Ich habe auch noch Borderlands 2, aber das juckt mich auch gerade so gar nicht. Ja. Das sind so die Spiele, die ich jetzt gerade anzubieten hätte. Ja. Jetzt habe ich schon 33 Minuten dieses Video. Und ich kann die ganze Zeit labern, echt. Bevor ich wahrscheinlich husten muss. Echt blöd. Ja, gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe ja diesmal nur geredet und ihr habt echt nichts gesehen. Sorry, aber ja, ich habe gerade keine Lust. Wie gesagt, es liegt nicht daran, dass ich das Spiel doof finde oder so. Ich finde das Spiel super, aber ich habe jetzt gerade einfach keine Lust auf das Spiel. Und ich wollte nicht einfach so aufhören.
Und einfach nichts mehr über das Spiel machen, nichts mehr darüber sagen, sondern mich jetzt quasi verabschieden. Der Park ist relativ schlüssig, also wir haben hier so einen kleinen Weg, dann geht der Weg hier so rum, hier runter, hier durch, Erdmännchen ohne Ende, dann hier nochmal einen kleinen Parkabstecher. Also wir haben eigentlich alles außer hier vielleicht, alles relativ schlüssig zusammengesetzt, so dass das irgendwie Sinn macht. Und dass es ein halbwegs schöner Park ist. Wie gesagt, kauft euch das Spiel. Kostet nicht mehr so viel. Ist ja schon ein bisschen älter. Und ja, verbringt ein paar Stunden. Ein paar Tage, Wochen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch demnächst wieder rein, wenn ich dann ein Let's Play über Towns mache. Prison Architect, The Witcher vielleicht. Oder Gnome Moria. Oder dieses War, Rome Total War. Gut. Dann mache ich jetzt mal Schluss, wa? 40 Minuten, hey, was soll's? Super. Okay. Ja. Gut, ne? Bis denn. Macht's gut. Haut da rein. Schönen Abend noch. Schönen Tag noch. Und ich bin dann mal weg, ne? Ciao.